könnt ihr mal weggehen, bitte? Wie soll ich denn da am Computer rumfuhrwerchen? Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zur heutigen Folge von Soma. Ja, ich hoffe, bei dir ist Weihnachten alles, weißt du, alles ist perfekt geplant und super. Morgen ist Heiligabend, ne? Nichtsdestotrotz, ja, kommt jetzt hier die neue Folge Soma. Ich stand hier in diesem, wie heißt das, Dunbad oder so. Jedenfalls brauche ich den Sicherheitscode, um dieses kleine U-Boot zu kriegen, damit Catherine und ich runter zur Arche können. So, und ich hatte hier die Mannschaftskabinen mir angeschaut. Letztes Mal. Und da hat mir Hans Wurst runtergeschrieben. Da ist, wenn ich mir den Teddy an der Kabine von Catherine anschaue, dann erzählt sie mir was. Deswegen gehe ich da jetzt nochmal rein. Das mache ich jetzt als erstes, damit ich das nicht vergesse. Ich freue mich immer, wenn solche Sachen kommen. Weißt du, ich... ist das nicht ihre... Doch. Ich freue mich immer, wenn sowas kommt. Ist das nicht hier gewesen? War der hier nicht drin? Ne? Ich war der festen Überzeugung, der war hier drin. Ach, doch. Nee. Doch hier, guck. Da ist er. Your teddy bear could use some repairs. Toby always breaks. He's top heavy, so he keeps falling over. You don't have to search my room. We'll get by. Na, ich hab nur geschaut. Teddy. Ich wollte jetzt aber die anderen Türen hier eh noch aufmachen. Warte mal. Weil ich habe das letztes Mal gesehen, dass man hier... Hier ist ja zu, ne? Hier komme ich ja nicht rein. Aber da sind so welche mit so einem... Oh Gott, das ist so... Hier ist bestimmt irgendwas nicht Gesundes. Hier, da diese Dinger, die kann man umlegen. Das habe ich aber erst später geschnallt. Und dann kommt man da rein in die Türen. Weißt du, bei jedem Spiel ist das woanders. Ich habe jetzt T gedrückt, weil ich glaube, bei State of Decay ist es T, die Taschenlampe. Aber damit es nicht wieder so dunkel ist, ich versuche dran zu denken. Das ist halt... YouTube verdunkelt die Videos halt auch immer so arg. Was ist das denn? Sieht nicht gut aus, nicht gesund. Okay, was ist hier? Kann man nicht so wirklich was erkennen, ne? Auf den Aufnahmen. Ach so, ja, hier, genau. So ein Ding habe ich ja auch schon gefunden. Alles klar. Irgendwelche Formeln. Jemand, der mathematisch begabt ist, kann ja mal schreiben, ob das wirklich echte Formeln sind. Wenn ich das herausfinde, dann bin ich jetzt 5 Stunden beschäftigt. Und da unten ist auch noch ein Bild. Im Schrank. Ja, ich meine, das vermehrt sich ja schon so ein bisschen. Kann ich das Buch hier nicht... Ach, das sind gar keine Aufzeichnungen. Nee, dann kann ich das nicht lesen. Gut. Ich brauche diesen blöden Code, weißt du, um diesen Sicherheitscode. Sonst komme ich nicht weiter. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Ich hätte ja gedacht, vielleicht findet man hier in den Kabinen was. Was ist das, eine Socke da unten? Die Natur der Identität. Fragen über das Selbst. Wer sind sie? Was bedeutet es, ein Mensch zu sein? Werden sie von ihrem Körper oder ihrer Umgebung definiert oder beschränkt? Beiden Ansätzen kann man sich nur äußerst schwer nähern, ohne dass die eigenen Antworten von pragmatischer oder spirituell veranlagten Menschen entkräftet bzw. verklärt werden. In diesem Werk führt sie Paulina Martinu, Philosophieprofessor in der Karls-Universität Prag, durch die Geschichte großer Denker und was sie über die Identität zu sagen haben. Oh, da ist noch ein Brief. 7. März 2102. Mark Saron, Geheimdienstanalyst. Täter, Pathos 2. Herr Saron, die Firma freut sich, vom Erfolg ihrer Bemühungen zu hören, die Präsenz der WOW auf der gesamten Station auszuweiten.
Wir vertrauen darauf, dass Sie die Einzigartigkeit dieser Gelegenheit zu schätzen wissen und dass Sie alles in Ihrer Macht Stehende tun werden, um dieses Mysterium vollständig zu erforschen und zu verstehen. Dazu müssen Sie dafür sorgen, dass Dr. Joan Ross die Vau von Alpha aus ohne Störungen von außen steuern und studieren kann. Im Notfall können Sie sich zur gewalttätigen Eliminierung jeglicher Opposition direkt an Julia bei Omikron wenden. Bitte versuchen Sie aber, extreme Aktionen zu vermeiden. Die Vau ist eine wichtige sowie teure Angelegenheit, weshalb wir auf eine stetige Entwicklung ohne Rückschläge hoffen, der Aufsichtsrat. Das ist aber nur Seite 1 von 2. Wo ist denn Seite 2? Nee. Ich wollte es nicht nochmal. Was ist da unten noch drin? Noch was. Ja, 218. Oder, das ist eine 8, glaube ich. Naja, gut. Kann ich mir auch nicht... Hilft mir jetzt nicht momentan. Da ist nichts. Was sind das hier noch für Bücher? Die kann ich nicht lesen. Vielleicht ist da drunter noch was? Nee. Nee, ist nicht. Gut, dann schaue ich hier. Was ist hier denn? Ein Telefon. Anrufen kann ich nicht. Was ist... Das hier ist noch... Na, oh, ein Ball. Bam. Komm schon, niemand kann an dem Ball vorbeigehen, ohne den zu kicken oder zu werfen. Das ist irgendeine Zeichnung. Worum? Okay. Alles klar. Der Ball kugelt da so rum. Catrace Industry. Wow, okay. Kann ich jetzt so mit den Informationen auch nichts anfangen? Da ist nichts drin. Hier, da unten ist noch... Was ist das denn? Ein Tacker nur, ne? Ein Tacker brauche ich jetzt nicht. Was tackern wollte ich nicht. Was ist das? Ja, gib doch mal her. Ist das ein Zettel da drunter, oder? Ich komme ich von hier ran. Mal da mal den Stuhl hier zur Seite. Nee. Ah, ich kann hier. Schreibtischlampe. So, was ist das denn hier noch? Liebe Freunde, wenn ihr das hier lest, werde ich die Arche betreten haben. Wie ich schon erläutert habe, erreicht man das, indem man nach abgeschlossenen Scan aus dem Leben scheidet. Aha. Um Catherine nicht zu verängstigen, werde ich im Geheimen einen Kaugummi mit Cyanidsalz versehen und ihn mir in den Mund stecken, bevor ich zu ihr gehe. Wenn sie den Abschluss des Scans verkündet, werde ich zubeißen und mein Leben so schnell beenden. Wenn ihr die Wahrheit über meinen Tod erfahrt, dann gibt es nichts zu betrauern, denn ich habe den Sieg davon getragen. Ich rate euch allen, es mir gleich zu tun und euch zu mir auf die Arche zu gesellen. Mit freundlichen Grüßen. Also, es ist anscheinend, ist es nicht ein Duplikat, ne, der Seele, sondern die... So ein Vogel finde ich cool übrigens. Sondern man muss aus dem Leben scheiden, damit der Scan dann übertragen wird auf die Arche. Habe ich doch richtig verstanden jetzt, ne? Dann stellt sich mir natürlich die Frage, wenn ich auf die Arche will, dann muss ich ja nur sterben, oder? Also dann brauche ich ja hier jetzt nicht... Did you know that the human body consists of up to 75 trillion individual cells? They typically don't stay with us till we die. Some live a few days, while others live a few years. We're not affected by their short lifespans, as they're replaced by new cells which help sustain our bodies. I don't think anyone would argue that we ever lose our persona due to this process. Yet we are clearly in a constant state of transformation. Then how do we remain the same? A continuous flow of thought and perception keeps an unbroken chain of continuity that we know as our self. Our conscious mind is not the pattern of our brain, but a continuous emergent entity based on that pattern. When Dr. Chun populates the Ark, she is capturing a moment of our existence and placing it inside the digital world. Soon you and your digital you will grow apart due to diverging experiences
But for a tiny window, you are the very same. With unbroken continuity, it will live on. A fulfilling life, no doubt, no less real than the one from which it was plucked. Now remember, you are not your body. You are the emergent entity. That entity just happens to occupy two places at once for a while. If you took away your body, you would simply be the only one you can be. The you inside the Ark. Ah, ich verstehe. Let your body die and continue on in the digital paradise among the stars. Ich weiß nicht, ob ich das will. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin natürlich neugierig zu gucken, ob das wirklich so ist. Na, das sind nur so Post-it-Zettel, ne? Und ob das stimmt. Aber da gibt's dann kein Zurück mehr, ne? Nee, da ist nichts drin. Okay. Ja, interessante neue Informationen, doch jetzt in relativ kurzer Zeit gesammelt. Da ist auch nichts drin. Der Ball hat auch aufgehört zu kugeln. Dann war da noch eine Tür, glaube ich. Die von Robin. Oh, warum geht denn die Taschenlampe mal aus? Na, hier sieht es ja ein bisschen aus wie Kraut und Rüben. Mach mal Licht an. Da ist auch ein Ball gekullert. Haha. Ein Stuhl, da gucke ich auch mal in den Mülleimer. Nee. Ach, guck mal, was ist das denn? Das ist ja süß. Das ist bestimmt von seinem Kind, oder? Das ist ja niedlich. Mit einem roten Luftballon und... Wir müssen eh alle sterben. Ich bin voll dabei. Ich vertraue Sarang und der Kontinuität. Das ist ja cool. Ist das so eine Blüte so in Glas, ne? Sowas ist cool. Guck mal, das ist bestimmt hier Vater, Mutter, Kind, weißt du, so mit einem Foto von der Arche. Guck mal, da waren die Reiten irgendwie. Eine Katze. Katzen sind immer gut. Kommen Tiere auch in die Arche? Wenn nein, dann kann ich nicht gehen. Ich habe hier noch einen Vierbeiner zu versorgen. So. Da war doch gerade... Genau, ich wollte gerade sagen, Notizzettel. Hat das auch ein Foto? Guck mal, mit so einer Möwe. Ein Stift. Gut, dann gucke ich noch die Schubläden durch, natürlich. Ach, das ist ein Etui von der Lesebrille, ja. Hm? Oh. Eine Bürste. Und was ist das? Napf von der Katze vielleicht? Oder was soll das sein? Okay, pass auf. Den Stuhl muss ich mal ein bisschen zur Seite räumen. Auch Post-it-Zettel, ne? Die gab es hier umsonst. Da, die sind alle sportlich, ne? Guck mal, die haben alle hier so eine Hand-Trainingsdinger da. Was sind das? Kleenex? Hm. Ja, das natürlich... Oh. Was ist das hier? Ein Foto, da ist ein bisschen Blut verschmottert. Wenn ich es mal vorsichtig sagen darf. Hat er sich extra... Also, wenn ich mich umbringen würde, dann fände ich ja ein Cyanid-Kaugummi ein bisschen besser, ne? Als so ein Rasiermesser. Ah, wirklich? Schön, wie das so spiegelt, gell? Ja, das ist auch die Arche. Okay. Mit Palmen da am Rand gemalert. Kann ich das daneben nicht anschauen? Nein. Na gut. Dann kann ich hier noch in die Spinte mal gucken. Nee. Ah, der ist locked, oder was? Ja. Okay. Boxershorts, T-Shirts. Na gut. Da kann ich ja nicht, Dann gehe ich jetzt zurück. Ich
denke, ich habe jetzt alle Türen hier aufgemacht, oder? Ich glaube schon. Und gehe jetzt den anderen Gang entlang. Ich befürchte ja, dass hier echt noch irgendwas total Schlimmes passiert, ey. Wirklich. Ach, das war hier nur so ein Lagerraum oder so, ne? Genau. Ja. Oh, macht doch mal auch jemand den Fernseher aus. Das macht mich ja kirre. Genau, und hier wollte ich eigentlich lang, ne? Das, da bin ich dann nur zurück, weil ich da das gemerkt habe, dass man hier die Türen so aufmachen kann. Deswegen bin ich nochmal zurückgetapert, sozusagen. Ich trau mich echt nicht. So. Links oder rechts? Ich fange auf der rechten Seite an. Welcome to my place. When I started the other project, I pretty much lived in this lab. Cozy. Gut, das brauche ich nicht. Was ist das? Brauche ich auch nicht. Kann ich das da hinten lesen? Nee, da ist wieder so eine Webcam. Verbindungsfehler, Fehlerbehebung, Suche nach Ursprung. Fehlercode 06FF0A12. Keine Verbindung zum Hauptrechner möglich. Bitte setzen Sie den Router im unteren Computerraum zurück oder wenden Sie sich an den Wartungsdienst. Ja, also unteren Computer, das könnte man ja vielleicht mal machen, ne? Wozu auch immer, ich weiß ja nicht. Warum hat Catherine denn so einen Code eigentlich nicht? Das ist doch blöd. Hm. Ach, das ist das Gleiche. Wahrscheinlich, ne? Ich meine, wenn der Server nicht läuft, dann läuft's nicht. Ja. Also in den unteren, das heißt, es muss irgendwo runtergehen. Es muss irgendwo nach unten gehen und da muss es anscheinend ja einen Serverraum geben. Der Server funktioniert ja scheint's nicht. This is where I would store the ARC scans. So you saved the whole staff digitally on these chips? That was the plan. Okay. Gut, aber sonst ist hier... Funktioniert das Ding noch? Sieht so aus, als ob die noch läuft, ne? Sonst ist hier nichts weiter, ja? Gut, auf die Computer kann ich derzeit ergo nicht zugreifen. Dann gehe ich mal... Na, hier ist zu, ne? Ja, dann gehe ich mal hier drüben gucken jetzt. Hallo? Na, der redet nicht mit mir. Macht nix. This is where I did my scan. And all the others, I suppose. You don't remember? My scan was the first. Had to test the scanner before I could start making promises. Okay. Strasky, come in. I need help in the lab, the scan room. What happened? Conrad killed himself after the scan. Jesus, how? Maser tool? What should I do? I'm gonna need to tell Strohmeyer. No, please! I'm so close. Strohmeyer's gonna shut down the ARC project. It's not my fault people keep killing themselves. Catherine, what are you gonna do? It's not like you can sneak a 300-pound body out of the lab. I know. Catherine, are you okay? Not even close. Mhm. Okay. Ach so, ja, guck mal, das ist doch auch so ein Stuhl, wo ich drauf gesessen habe, nur woanders. Ja, hier kann ich auch nicht an den Rechner. Ja, 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 ich weiß schon. Computerserver. Ah, oh nein. Ich rechte Maustaste langt. Brauche nicht Escape drücken, um da rauszukommen. Gut. Ach so, Pilotensitz. Nee, da kann man auch nichts machen. Räumen den mal hier zur Seite. So. Ah, oder ist... Ah, I see. What? Check the terminal. I just want to make sure. Ja, alles klar. Hätte ich sowieso... Hätte ich auch ohne deine Aufforderung gemacht, Catherine. So ist nicht. Warning. Critical system. Okay. Fehler da. Also. Dann mal gucken.
Kath, what is this? Why do you have a file of me? You are one of Dr. Munchie's templates. A legacy scan. A legacy scan? Also, mal gucken, was steht hier denn? Die Pace-Dateien Simon Jarrett, Typ komprimierter Nakajima-Neurograph, kontinuierlich 5 Millisekunden aufgezeichnet, am 2. Mai 2015, Verfasser David Munchie, Testperson, Name Simon Jarrett, Typ M, geboren am 16. Juli 1988, gestorben am 1. Juni 2015. Oh Gott, ich bin tot. Nationalität kanadisch. Also ja, okay, also der hat da getestet worden. Also ich bin da anscheinend ja getestet worden und dann kurz danach ja anscheinend auch gestorben. Ich gucke mir mal die Audioaufzeichnung an. Postscan am 2. Mai. Okay, that's it. Wow, that was fun. That's a relief. Still figuring this out, so... It was freaky. So many lights. What do we do now? Paul and I are going to run tests for a week or so, and then we'll work out a roadmap to your recovery. Well, I feel excited. Can't wait to get back to the living. Mm-hmm. We've worked everything out. Everything is legal. Vouched for by Dr. Peak and Professor Wei. Oh, that's great news. No big change in medication. You'll be taking an aspirin every morning, but that's about it. Paul worked out a diet with some variations you should try out. You can continue doing physical therapy. Also, there's some extra cardio training every other day. Okay, getting complicated. Don't worry, it's really not. We're gonna keep an eye on you every week, so we'll be able to adjust the plan if needed. Ich bin etwas sprachlos momentan, ein bisschen. Ich guck mal weiter noch, die letzte. The model was sound. It should have worked. It's not your fault, David. I really wish things had turned out differently. Yeah, me too. I was supposed to save you. Hey, you got my brain on file. Maybe you can put it to some use. Yeah, who knows? You'd be okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something. Like a donated organ. You know what sucks about dying? What? The crash. Everything up till now. The brain damage. You guys, everything. It's made my life so much more real. I started thinking about all the things I was going to do. I'd never been more excited to be alive. All that hope. Wasted. Das also, jetzt werde ich kurz was dazu sagen, bevor ich zurückgehe und weitermache. Ich bin, ich finde es sehr, sehr interessant. Anscheinend ist mir zu dem Zeitpunkt meines Todes ja bewusst, dass ich tot bin. Also ich kommuniziere schon nicht mehr als ich selbst, ja, und ich gebe meinen Geist oder das, was er eingescannt hat, ja, wie auch immer das funktioniert, gebe ich frei zu Forschungszwecken und sage, ja, mach mal, ne, ist ja schön, wenn das dann weiterlebt. Das heißt, ich bin ja damit einverstanden gewesen, dass es so ist, wie es ist. Und dann muss ja, dann war ich ja irgendwie out of order, ne, 80 Jahre oder so, und bin dann wieder, ja, lebe in Anführungszeichen jetzt wieder oder lebe jetzt wieder oder wie auch immer, ja, jedenfalls funktioniert mein Geist jetzt wieder und mir fehlen jetzt die Jahre. Interessanterweise kann ich mich aber ja gar nicht daran erinnern, dass ich gestorben bin und dass ich gesagt habe, ja, hier nutzt mal mein Hirn, oder? Also das ist, also mein Brain Scan ist ja nicht der Hirn, das Hirn an sich. Und das, daran kann ich mich aber nicht erinnern. Ich erinnere mich nur an das, was zu dem Zeitpunkt bis zum ersten Scan. Und danach kann ich mich an nichts erinnern. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Aber gut. Egal. Die Dateien kann ich ruhig lassen. Was ist hier? Munchie. Die Pace-Dateien Munchie. Typ komprimierter Nakajimi-Neurograph. Kontinuierlich 4 Millisekunden. Aufgezeichnet Dienstag am 28. April 2015. Verfasser Paul Berg. Testperson. Name David Munchie. Geschlecht männlich. Geboren am 4. Oktober 1980. Gestorben am 23. Mai 2078. Nationalität kanadisch. Ach, da kann ich gar nicht. Das kann ich nur löschen.
Aber warum sollte ich das machen? Also, ich lasse die mal da stehen. Berg. Die Paste-Dateien. Berg. Typ komprimierter Nakajima Neurograph kontinuierlich 6 Millisekunden. Aufgezeichnet am 28. April. Verfasser David Munch. Testperson. Name Paul Berg. Männlich. Guck mal, die sind aber alle älter geworden, ne? Und was ist hier? Komprimierter, achso, ach, das ist eine andere Struktur jetzt. Guck mal, die Nanami-Struktur. Typ komprimierter Nakajima-Neurograph. Der Typ ist der gleiche, kontinuierlich 21 Millisekunden. Aufgezeichnet, ach so, schon am 12. März 2014. Verfasser Nakajima Shin. Testperson Nanami, weiblich. 11. Dezember 1997 geboren und am 21. Juli 2021 gestorben. Nationalität war kanadisch. What's a legacy scan? They're historic templates for AI construction. Any self-respecting engineer wouldn't use legacies anymore, but they're great for learning. They come with every development kit. So, my brain scan turned into a template for artificial intelligence. You should be proud. Mm-hmm. So much for that mystery. No magic or time travel needed. I was here all along, waiting for someone to shove a picture of my brain into a suit and hit the power button. Ja. Ja, jetzt bin ich aber immer noch keinen Schritt so wirklich weiter, oder? Also. Kann ich hier noch? Nee. Please reboot the workstation. Ja, dann muss ich jetzt mal die Workstation suchen und die rebooten. Ich kann ja hier die Computer nicht nutzen. Das mit dem ganzen Blutgeschmodder, das gefällt mir hier feier echt nicht, Jetzt gucke ich mal, ob das, ob ich das finde, diese Workstation. Da war ja nichts weiter, ich gehe mal hier gucken. Eine Etage drunter. Kommt man da irgendwo noch in den Keller gehen oder so? Simon, the last report filed by the staff mentioned struggling with something called a proxy. Ja. The proxy we killed was blind, just like Akers, but it listens. Careful, we spotted two more by the infirmary. What do they look like? Not sure. It seems to be human enough to pass for a crew member at a distance. Oh nein. All dark and ultimately faceless seems to be what to look out for. Keep my eyes open. Ja, bravo. Vielen Dank für die Warnung. Ist ja geil. Ich will da nicht rein. Ach, Mensch. Können wir Catherine nicht auch mal irgendwie einen Körper geben? Wäre doch eigentlich ganz geil, oder? Und darf man die nur wieder nicht angucken? Oder muss ich dann schnell wegrennen und kreischen? Zwei Stück, ja? Okay. Alter, das klingt echt nicht gesund. Ich finde das nicht schön. Ich geh mal hoch. Hallo? Ist da jemand? Kuckuck. Warum rufe ich denn auch nicht? Okay, weiter geht's. Na, das bricht doch... Wenn ich da jetzt runtergehe, ohne Scheiß, das bricht doch zusammen. Und dann stecke ich da unten fest. Ach Gott, speichern. Na gut, aber es ist nicht zusammengebrochen. Immerhin. Komme ich doch wieder hoch? Oh nein, ich muss dann hier so machen. Okay. Das muss ich mir nur merken, weißt du? Ich muss meine Fluchtmöglichkeiten kennen. Das ist ausgesprochen wichtig. Da will ich nicht lang. Da finde ich blöd, glaube ich. Weil das Gekreische kommt von da. Ich gehe mal hier lang. Ja, cool. Hier ist natürlich auch nichts. Nee, war ja auch nicht anders zu erwarten. Hier soll es doch anders sein. Ich lasse die Tür mal offen. Die Tür geht gar nicht auf. Und da will ich nicht rein. Ich mach mal hier. Na, hier geht's doch immerhin weiter. Hallo?
Hallo? Wollen Sie mir was tun? Wie lebt er noch? Das ist ja eklig. Hallo? Hier ist nichts. Was ist denn das für ein doofer Raum? Nee, komm, in den anderen Raum will ich echt nicht. Da macht doch keiner freiwillig auf. Ohne Witz, Alter, da macht doch keiner auf. Hallo, könnten Sie mir mal sagen? Sie sehen ein bisschen ausgemergelt aus, junger Mann. Kann ich hier nicht... Das kann doch hier auch nicht alles sein, oder? Ich guck mal, habe ich irgendwas übersehen? Das kann ja nicht sein. Ja, hier. Was ist das denn? Täterlebens- und Umgebungskontrolle. Klima funktional. Druck 11,2 Psi. Temperatur 6 Grad. Boah, kalt, wa? Luftfeuchtigkeit 62%. Luft gesund. CO2-Prozessor aktiv bei 78%. Der Gasmischer ist auch aktiv bei 94%. Wasser ist konserviert. Reiniger ist aktiv bei 31%. Abfallbehandlung versagend. Recycling aktiv 2%. Energierückgewinnung 17%. Da kann ich aber nicht mit interagieren. Na gut. Ha, also die Systeme scheinen ja alle noch eigentlich zu funktionieren, ne? Also so. Komm, ich mach jetzt hier auf. Und geh jetzt hier hoch und guck, was passiert. Hallo? Hallo? Da ist doch bestimmt irgendwas. Ich will da nicht reingehen, das finde ich blöd. Okay. Aber ich muss wahrscheinlich, ne? Hallo? Alter Falter, ich wollte nur meine Taschenlampe anmachen. Da ist, glaube ich, nicht gut. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Gott, ach, guck mal, da liegt noch so einer. Ach, scheiße. Ich will nicht so enden, bitte. Da ist irgendwas? Nee. Ich höre es doch ganz nah. Ich höre das ganz nah. Kann ich mich hier durchquetschen? Nee. Ach, das ist doch Kacke. Mach die scheiß Taschenlampe aus. Mach die aus. Und bück dich. Oh nein, oh Gott. Der sieht mich nicht. Der kann mich nicht sehen. La 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 la. Puh, du siehst jetzt wahrscheinlich gar nichts außer ein schwarzes Bild. Es tut mir sehr leid, aber ich muss doch die Taschenlampe ausmachen. Ich schleiche da jetzt so hinterher, vorsichtig. Der sieht ja nicht gut. Gell, und wenn ich jetzt mich hier vorsichtig da... Zwei Stück sollen das sein hier, gell? Ja, genau dahin wollte ich doch, du Doofmann. Ich schleiche mal hier lang dann. Ich guck mal, ob ich da irgendwo lang komme. Ja, da ist doch schon was. Oh, oh, oh. Oh Gott, ich bleib hier. Bleib hier. Aber da ist auch so einer. Oh nein. Wow. Kann ich den hier mal... Oh Gott. Kann ich jetzt hier... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
ich will mich bücken. Bück dich. Okay, der sieht mich gar nicht. Der sieht mich nicht. Oh Gott, scheiße. Ich geh mal hier rum. Ich muss da wahrscheinlich das... Oh, 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 oh. Hat das gereicht? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Könnt ihr mal weggehen, bitte? Wie soll ich denn da am Computer rumfuhrwerchen? Vorsichtig zur Seite, weißt du? Ach, kommt er jetzt hier hin? Der kommt hier echt hin? Ist der ein bisschen blöd? Bitte setzen Sie den Router zurück, aber wie nur? Kann ich hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier unten? Nee. Ist das ein Knöpp? Nee. Ja, aber wie setze ich denn den Router zurück? Vorbereitung auf Router, bitte warten. Manuelle Konfiguration erforderlich. Leck mich doch. Was ist denn das? Manuelle Konfiguration. Wirklich? Alter, ist es deren Ernst? Ja, geh weg. Ich will den Router neu starten, Mann. Ja, hau ab, du. Geh weg. Genau, geh schön weg. Schön weggehen. Geh, 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 geh. Zurücksetzen, Schalter umlegen. Ah, oh, oh, nein, ich wollte ja... Okay, ich schalte... Hauptrechner online. Das war's schon? Das war's? War's das schon? Oh Gott, dann kann ich ja jetzt zurück, ne? Hoffentlich, weißt du nicht, dass ich jetzt... Ich re... Oh, kreisch mir hier nicht, Junge, mi, mi, mi. Alter, ich finde hier nie wieder raus. Ich werde für immer hier bleiben. Ach so. Ich könnte jetzt gar nicht die Taschenlampe wieder anmachen. Entschuldigung, ich hab's vergessen. Vor lauter Panik und Weglaufen hier. Ach, da, 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 da. Jetzt könnte ich ja mal gucken, ob da drüben die Computer gehen. Und wenn die gehen, dann sollten die oben... Ach so, das war hier. Dann sollten die oben ja auch gehen. Oh, ich sollte die Tür auch zumachen, ne? Das wäre klüger, ey. So. Notfalls muss ich da halt nochmal hin zurück, aber... Ach so, nee, hier war das gar nicht. War das schon oben? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja gut, ich gehe jetzt hoch. Puh. Ah, oh nein, ey. Was fällt dem denn ein? Der kann doch da nicht... Was macht der denn? Da hinterherkommen. Ich habe die Tür zugemacht. Das mache ich doch nicht aus Jux und Dollerei. Toll. Ich fühle mich hier nicht besonders sicher. Mein Gott, ey. Oh, er speichert. Das ist schön. So, wo ist er? Wo war denn... Wo konnte ich denn... Jetzt bin ich voll verwirrt. Da hinten waren die Computer, ne? Aber kann ich nicht jetzt hier auch mit ihr irgendwie was... Wo war denn das? Wo habe ich sie denn? Ich weiß es nicht mehr. War das hier? Ich guck mal. The legacy scan of me that was on the computer. I was thinking, with all the people scanned for the ark, someone must have had access to the Dunbat. If you find a scan of someone who knew the security cipher, maybe we can extract it somehow. Extract from what? What exactly am I looking for? Look for the large racks of data chips in the storage next to my lab. Should be plenty to choose from. Okay, alles klar, da gucke ich mal. Klingt machbar, dank dir, Catherine. Puh.
Das klingt echt nicht gut. Könnt Catherine nicht die Tür da auch mal zumachen? Ja, ne? Hoffentlich, bitte, danke. Also, weißt du, dass das Ding da gar nicht erst rauskommt? Wäre ja vielleicht ganz hilfreich, so. Grundsätzlich. Puh. So, jetzt ab in ihr Labor. Das war hier rechte Seite. So, you're not worried that there are other Simons or Catherines running around out there? Now I am. Geez, Simon, some thoughts are better left alone. Ah, jetzt kann ich hier auch, guck mal. Jetzt kann ich hier auch gucken. Scanlog. Ach so, das sind hier der Scanlog halt. Ne? Wer wann gescannt worden? Das lese ich jetzt nicht vor. Okay, und ein Zeitplan. Scanprojektor aktiv. Chip mit Scandaten einsetzen. Kann ich jetzt einfach wahllos einen rausnehmen? Passt. Okay, ich mach mal weiter. Die sehen alle kaputt aus. Ich guck mal hier. Oh Mann, ey. Da, das die Teile aus. Guck mal. An intact memory chip. If we're lucky, we might be able to extract the cipher from it. Und wie? Soll ich jetzt zu dir kommen? Ich komme wieder zurück zu dir, Catherine. Pass auf. Dann packen wir das bestimmt ins Omni-Tool oder so, könnte ich mir vorstellen. Mensch, du! Das ist halt die Geräusche, ne? Also ich würde mir ja so in die Hose machen, ey. Echt wahr. Okay, auf geht's. Ich hoffe, das hilft uns jetzt weiter. Ich hoffe es wirklich sehr. We should try running a simulation from the chip you found. Someone must know the cipher. Run a simulation from the chip you found. Und wie mache ich das aber? Wo muss ich das hin tun? Ach, das muss ich bestimmt hier unten in das... Ach, guck mal, da. Jetzt gehen die ganzen Computer hier auch. Personal-Dinger hier und so. Okay, Ärzte, Nutzerstechnikerin, Ersthelferin. Okay. Ach, guck mal, das ist ja cool. Jetzt ist hier natürlich auch eine Karte. Das muss ich unten, das muss ich da machen, wo du... in deinem Labor, gell? Muss ich das machen, Catherine? Ich mach das mal. Ich laufe jetzt hier vollkommen sinnlos die ganze Zeit hin und her. Es tut mir sehr leid, aber das habe ich wieder verratzt. Ich habe gedacht, ich muss das Catherine bringen. Aber natürlich macht das mehr Sinn, das in ihrem Labor zu scannen, wo da die Vorrichtungen für da sind. Alles andere ist vielleicht auch nicht so ganz effektiv, ey. Oh Mann. Unglaublich mit mir, wirklich. Weißt du, denken ist manchmal echt so Glückssache. So, badam. Hier vielleicht... Aber ich glaube, das war eher... Nee, hier ist es nicht. Guck mal. Das war hier bestimmt an dem anderen Computer. Kann ich hier irgendwo was reintun? Ja, ja, ja. Chip mit Scandaten einlesen. Aber wo denn? Jetzt hat er mir das doch gerade schon angeboten. Er hatte das doch gerade schon in der Hand. Die Frage ist, wo gehört es rein, ne? Der Chip hier. Da. Steckplatz 2, Chip. Lade Scandaten. There should be a list of people. See if there's anyone who could know a security cipher. Ach, come on. Hätte ich mir jetzt die Besatzungsliste vielleicht mal angucken sollen? Oder? Ja, mal gucken. Sagte, sie würde beim Überbringen der Archelfen Selbstmord wegen. Strohmeier ist wirklich sauer. Der könnte sowas doch wissen vielleicht. Der kannte sich doch da aus, der Sarang, ne?
No, won't work. We need someone from Theta Security Group. Ah, okay, vom Sicherheitsteam. Alles klar. Delta-Flüchtling, Robotertechniker. Strohmeier hat ihn ausgesperrt. Was hat er denn gemacht? Keine Ahnung. Wir sehen uns so ähnlich, wären wir bestimmt Freundinnen. Sie halfen mir den Helm. Oh Gott. Ja, sind ja nicht so viele. Komm, bevor ich jetzt hier hoch und runter laufe, scanne ich sie halt alle rein und dann wird schon der Richtige dabei sein irgendwann. That one won't work either. Look for security people like Kronstedt or Strohmeier. Kronstedt oder Strohmeier. Habe ich nicht. Was denn hier mit dem? No, I don't think so. Strohmeier recruited people from the evacuated sites. They should also know the cipher, if you can find one of them. Da war doch einer, der für Strohmeier gearbeitet hat. Hier, warte mal. Abmilderung. Arbeitet jetzt für Strohmeier. Das, der vielleicht? Very promising. I'll just load him up and get the simulator going. Okay. There we are. What are we doing exactly? We're gonna have a talk with Mr. Wan. Use the computer to activate the simulation. Okay. That wasn't so bad. Strohmeier really got me worked up, bastard. What? What happened? Where did everyone go? Take it easy, Mr. Wan. Chun? What happened? I can't see anything. There's nothing here. It's okay. It's all a part of the scam. No, no, that's a lie. You're lying. Okay, calm down, Mr. Wan. No. Why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you! Did we just bring that guy to life? I mean, he's a perfect scan, meant for the Ark. He's the real deal. And we turned him off. Took it all away again. I really thought that was gonna work. Maybe we can try again. Ja, ich probier's nochmal. That wasn't so bad. Strohmeier really got me worked up, bastard. What? What happened? Where did everyone go? Mr. Wan. Chun? What happened? I can't see anything. There's nothing here. There's no need to worry. No, that's a lie. You're lying. Don't get upset, Mr. Wan. No. Why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you! This setup won't work. We need something else. Ach so, Umgebung. Warte. Ich kann hier keine Option. Ich müsste das bestimmt hier ändern, oder? Aber wie? Kann ich hier... Ich guck mal, ob da noch mehr Datensätze irgendwo sind, die man brauchen kann. Warte mal. Der bräuchte wahrscheinlich irgendwie eine Umgebung, irgendwas, wo er sich sicher und wohl fühlt, damit man mit ihm in ein Gespräch kommen kann, ne? Jetzt guck ich mal, ob ich was finde, vielleicht. Aber ich glaube das ja nicht, ne? Das muss man wahrscheinlich irgendwie anders machen. Aber wie wieder? Ach Gott. Mensch. Nee. Nee, das funktioniert so nicht. Also das, aber ich kann nicht die Optionen. Ich verstehe nicht so ganz. Also ich verstehe schon, was ich theoretisch machen soll, aber ich verstehe praktisch nicht wie. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, weil ich überhaupt gar keine Idee habe, was ich jetzt tun soll. Das ist ja blöd.
Terminal locked. Kann man da vielleicht noch irgendwas machen? Das ist bestimmt nicht weit weg. Ich muss jetzt bestimmt nicht ewig durch die Weltgeschichte wandern. Das glaube ich eigentlich nicht. Ich denke schon, dass ich das hier irgendwie lösen kann. Wahrscheinlich direkt hier. Aber wie nur? Hätte Catherine ja auch mal was sagen können. Kann ich das hier irgendwie am Computer... Nee, hier ging gar nichts. Na, nee. Ah, was ist das denn? Warte mal. Simulation irgendwas. Was ist das hier? Siehst du manchmal, ne? So, dann. Ladeumgebungsdaten. Okay. Ladescan-Daten. Ah, guck mal. Strand. Unterstützungsmodul habe ich aber noch keine. Das wird noch nicht funktionieren. Aber ich gucke es mir mal an. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up. Bastard. What? How did I get here? Welcome back, Mr. Wan. Dr. Chun, is that you? What happened? What is this place? Listen, I really need your help. I need the new security cipher. Dr. Chun? I hear your voice, but there's no one here. There's no one here. It's empty. It's too empty. There's something really wrong with this place. Wait! Simon, you just reset the simulation. Ja, das, weil ich hier noch so ein Modul haben möchte. Das fehlt mir wahrscheinlich noch. Wo auch immer das dann noch reingehört. Ich habe keine Ahnung. Dahin vielleicht. Nee, das ist ein Locher oder was, ne? Ich habe keine Ahnung, aber da fehlt doch bestimmt noch was. Ich guck mal, ob ich noch was finde. Ja, vielleicht sagt Catherine ja was, warte. Ich mach das mal nochmal an. Und dann gucke ich mir die Skihütte mal an. Aber da ist ja hier ist kein... Ah, das ist ja schön da. Stromar really got me worked up, bastard. What? What is this? Where am I? Everything is okay, Mr. Wan. Just relax. Dr. Chun? What the hell is this place? I need your help. I have to get the new security cipher. Why are you doing this? Is this some trick? I'm not giving you anything. Please, we really need that cipher. No, you're lying. This is all a lie. Just look at this place. It's a fucking joke. Get me out of here, Chun, or I'll punch your teeth in. Do we need to turn it off? Can we just keep him alive until we've got the cipher? The longer he's exposed to the computer model, the more he'll get hung up on it. So, what's wrong with letting him settle in a little? It would drive him insane. So let's keep the session short and the suffering to a minimum. Siehst du, hier fehlt nämlich noch was. Da fehlt noch das Modul. Ach. Das Modul. Wo könnte das denn noch sein? Ich gucke mich mal hier weiter um. Also. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das ewig weit weg ist alles. Das wird hier alles... Catherine könnte ja auch mal die Goschen aufmachen und sagen, wo sie den Scheiß aufbewahrt hat. Sie wird es ja wohl im Normalfall wissen. Nee, lässt sie einem im Dunkeln. Das ist ja echt Weiber, ne? Was hast du denn, Schatz? Na, wenn du das nicht weißt. Mann, 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 ey. So. Ja, einen Feuerlöscher brauche ich jetzt gerade mal nicht. Ich habe halt keine Ahnung. Ich habe halt, ja, keine Ahnung. Nee, das ist alles nichts. Das ist auch nichts. Da ist auch nichts. Gehe ich mal da drüben noch gucken. Vielleicht finde ich da was, aber ich glaube es eigentlich nicht. Hier war nichts rumgelegen. Nee, hier flattert nichts rum.
Da drüben ist noch ein Schreibtisch. Dateien, Scans. Was ist das denn noch? Tankfluten, was ist das denn? Senorischer Begrenzer, Scanraum. Für Arche nicht nur Strand. Verträglicher Außentest, angewendet auf Arche. Netzwerkübertragung. Kopie an. Kann ich da vielleicht... Guck mal, da kann ich das Ding reinstecken auch. Warte mal, dann hole ich mir das mal her. Vielleicht kann ich da noch was aufspielen. Warte mal. Das hier. Okay. Lade externes Gerät. So. Strand, eine Skihütte. Ach so, guck mal. Und da kann ich jetzt... Kann ich den jetzt da drauf übertragen? Nee. Defekte Daten. Scanraum. Ah. Strand. Und Versailles. Alles klar, dann kann es ja eigentlich nur der Scanraum sein. Was ja auch durchaus Sinn macht. Komm mal her. Weil da ist er ja als letztes wahrscheinlich, also für seine Erinnerung gewesen. Ich guck mal. Scanraum. Start. Na, mal gucken. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What? Where did... Alice? The scan is done. Are you feeling all right, Mr. Wan? Chun? Where's Alice? She left. Mr. Wan, I need you to give me the new security cipher. What? Why? Why would you need that? This is the trick. No, it's okay, I promise. I knew you couldn't be trusted, none of this is real. But you won't break me, Wow, you hear me? You won't break me! Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. So it's more what he'd expect. As soon as he starts to doubt, we've lost him. You're right, we need to think this through. We need some more data. Ja, okay, wir brauchen noch mehr Daten. Ich nehme mal das Modul mit. Da werden wahrscheinlich die Daten drauf müssen. Ich guck mal, ob ich noch irgendwas finde, wo ich Daten... Weißt du, wo ich welche herbekomme? Hier war ja nichts weiter, ne? Hier sind nur die Chips gespeichert oder... gespeichert nicht. Gelagert, wollte ich sagen, so. Manchmal habe ich echt Wortfindungsstörung. Hier kann ich nichts ran. Hier ist auch nichts. Habe ich hier noch was vergessen vielleicht? Aber ich glaube eigentlich nicht. Ist übrigens sehr cool, hast du gesehen? Das hat sich hier verändert, ne? Das ist ganz cool. Aber ich kann hier nicht... Das sind Scans, ne? Verfasserkästchen haben wir... Ich bräuchte wahrscheinlich... Also er erwartet ja, dass Catherine da ist. Ergo bräuchte ich ja irgendwie... irgendeine Catherine-Figur da. Warte mal. Ich guck mal, ob ich das machen kann hier. Direkt bei ihr. Damit dann die Stimme auch, weißt du, zu dem passt, was ich ihr zeigen oder ihm zeigen will. Das macht ja keinen Sinn, wenn er Catherines Stimme hört und irgendein Kerl da ist. I think Brandon Wan is a good lead, but we need to find out more about him. See if you can't get to know him a little. Have a look in his room, go through his stuff. I can do that. Okay, jetzt also soll ich mir Brandons Zimmer... Ich habe die Zimmer doch eigentlich alle angeschaut, oder? Ja, ich gehe da schon nochmal hin. Okay. Aber vielleicht habe ich da was übersehen. Vielleicht kann man da auch das Ding reinstecken. Das kann natürlich sein, das weiß ich ja nicht. Da habe ich ja nicht drauf geachtet, ne, als ich die Zimmer durchgeschaut habe. Deswegen. Who knows? Brandon, ja?
Okay, dann gucke ich mal. Brandons Zimmer. Conrad. Bam, badam. Kann ja keiner mehr. Brandon Wan's room. I'll just override the lock for you. Ach da, er hat das. Ah, da war ich noch nicht dran. Immer muss ich gucken, ne? Nach meinem F. Okay, ich schau mal. Erstmal hier. Brandon, you ready to go? Strohmeyer says it's time to move. I'm waiting for stress. Entschuldigung, ich musste husten. Head downstairs, I'll meet you there. Don't take too long. Don't worry, we're right behind you. Seems like they were getting ready to leave. Heard some lady telling Brandon to hurry up. You got that from the intercom? Must be a transmission buffer. Hang on. That's Alice Koster. Wouldn't have guessed they even knew of each other. Interesting. Okay, ich guck mal hier noch. Brandon Wan. Na gut. Ist da noch was? Ah, dieser Stuhl, ne. So. Brandon, ich bin wegen des Scans völlig durcheinander. Alle sind so tapfer. Nur glückliche Gesichter. Keiner zeigt Bedauern. Weißt du noch, wie du sagtest, du würdest meine Hand während des Scans halten? Wenn das Angebot noch steht, würde ich es gern annehmen. Wenn wir uns zusammen scannen lassen, könnten wir auch den Hangover danach zusammen überstehen. Sie sagen, ein paar Tage braucht man schon danach, um sich zu erholen. Viele Küsse, Alice. There's a note from Alice that makes me think she was scanned alongside Brandon. Okay, that sounds really promising. We can definitely use that. I think we got this, Simon. I can synthesize Alice's voice from the intercom and use it to impersonate her for the simulation. We can trick him into feeling safe enough to open up. Great. Definitely feeling good about this. Good job with the intercom. I didn't know you could data mine. What's it like? It's just something that I do now. So it comes naturally to you. That's really interesting. Yeah, I'll make sure to add it to my dating profile. So, was steht denn hier noch? Das interessiert mich natürlich auch. Was am 14. August 2103? Akers hat endlich der Evakuierung von Delta zugestimmt. Goya, Krier und ich sind heute nach Theta umgezogen. Akers meinte, er würde noch ein bisschen länger bleiben, dieser durchgeknallte Bastard. Ich bin zwar stolz auf meine Arbeit, aber seit sie von der Oberfläche keine Ersatzteile mehr schicken, geht hier alles drunter und drüber. 25. August. I found more evidence suggesting they were together during the scan. That's okay, Sherlock. We got it already. We should focus on simulating Brandon Wan. Ja, ich will das aber noch lesen. Am 25. August. Aber heute zusammen mit Alice meinen Arche-Scan gemacht. Strohmeier hat mir erzählt, dass mich der Hangover quasi umbringen würde. Was für ein Arschloch. Anfangs ging es mir noch ganz gut. Ein paar Stunden später aber bekam ich fürchterliche Kopfschmerzen. Am schlimmsten aber schmerzte dieses Chuntruller. Die kann manchmal so unangenehm werden, dass es mir die Haut aufstellt. 7. Oktober. Strohmeier ging total an die Decke und untersagte alle zukünftigen Scans für das Arche-Projekt. Anscheinend wollte Konrad bei der Kontinuität mitmachen und gab sich gleich nach dem Scan direkt im Pilotensitz den Rest. Ach ja, der hat das kaum gekaut, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir neue Sicherheitscodes bekommen werden. 15. Januar. Ich habe gerade gehört, dass Komorebi-Vermessungsteam nach Delta unterwegs ist, um Akers abzuholen. Er ist jetzt schon seit Monaten alleine da. Keine Ahnung, was er in der Zwischenzeit gemacht hat. Ich will's auch gar nicht wissen. Ich möchte den nicht kennenlernen. Da lang. Aber ich befürchte ja, ich werde nicht drumrum kommen, ne? Ach Gott, also dass der so schnell aus der Puste ist, ne? Mann, 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 Mann. Ach so, bin ich hier. Ich muss doch gar nicht. Das ist echt Mann. What the real Simon would have thought if he knew about me. What do you mean? You do know about yourself. No, I mean the real Simon. The human Simon. Going by your reactions, I'd say he'd be pretty upset. Gut.
habe ja gedacht, ich muss noch ein Modul suchen, aber so geht's natürlich auch. That wasn't so bad. Stromer really got me worked up. Bastard. What? Where did Alice? Mr. Wan, can you hear me? Chun? Where's Alice? She's fine. We don't have much time, Mr. Wan. I need the new security cipher. What? Why? Why would you need that? This is the trick. Please calm down. I knew you couldn't be trusted. None of this is real. But you won't break me, Wow. You hear me? You won't break me! Hä, was habe ich denn jetzt noch wieder falsch gemacht? You should really use the Alice module in the simulation. Ich sollte ein Modul auswählen. Ich habe das nicht gesehen jetzt. Ja, ich mache das nochmal. Ich habe gleich wieder ein Déjà-vu. Ach, da ist Alice, guck mal. So bad. Stromer really got me worked up, bastard. Well, that's what you get for listening to his stories. I guess I had it coming. About Stromer. He's sending you to the new cipher ASAP. What should I tell him? It's all right. I can talk to him. Wait, didn't Sean just tell you to take it easy? Don't worry, I'm not going to tell anyone. I do feel hungover. Okay. It's 1729 over 42, 12 over 407. Got it? Yeah, I got it. I'm sorry, Mr. DeWong. Red. Goodbye. No, wait! That's enough. We got what we need. Is that what we are? Simulations? Yeah, but it shouldn't make any difference. You're still you. Ja, das ist, wie ich entscheide. Ach so. Ja, ich könnte die Daten jetzt löschen und damit wäre dann, wäre er weg, ne? Also, herunterfahren. Ich weiß ja nicht, vielleicht will er ja so leben und bleiben. Da muss herunterfahren reichen. Jetzt kann ich hier gar nichts mehr machen. Okay. Rausgesteckt, damit es nicht aus Versehen irgendwie angeht oder kaputt geht. Und dann... Simon, we got it. We can get to the Dunbat now. Get back here. Ja, ich komme. Oh. Ich bin schon unterwegs. Ich eile zu dir. Ich befinde mich hier in der Matrix, ne, anscheinend, ne. Aber weißt du, was ein bisschen deprimierend ist? In der Matrix sieht es sonst schöner aus. So, naja. Aber die Arche ist ja eine hübsche Matrix dann. Ich hoffe mal, ich kriege die noch zu Gesicht. Ich muss mich ja eigentlich nur umbringen, oder? So. Ich bin hier. There you are. Just warming up the Dunbat for us. It's been collecting dust for months, so it might need a minute. Okay, that's it. That's everything. Let's go ahead and... Huh. That's weird. Was ist weird? Oh Gott. What do you need me to do? Head inside the dock. The Omnitool can open the door now. And get into the Dunbat. Then plug me in and I'll take us into the abyss. Sounds easy enough. Ja, sounds easy enough, weiß ich, bezweifle das so. Ah, da sind die Türen immerhin zu jetzt. Guck mal, da drüben die. Das ist schön. Das beruhigt mich sehr. Mit Omnitool schwenken. Bada. Ach so, ach weißt du, ich denke, das Ding geht auch. Das ist ja geil, ne? Ich bin so ein Held, ey. Ja, man konnte das ja auch von ihrem Schreibtisch aus sehen. Natürlich musste das rechts rumgehen. Alter Falter. So, jetzt hier rein. Ne, was mache ich denn hier? Guck mal, ich drücke mal einen Knopf. Guck mal, das kann ich so bewegen hier. Na gut, ich tu mal wie mir geheißen erstmal, oder? Hä? Nee, ich muss das andere erst machen. Tut mir leid, Catherine. Tut sich irgendwie nicht sowas. Mach doch mal an hier. Was ist da oben? Ist das auch noch ein Knopf? Nee.
Bin ich zu blöde, die Knöpfe zu bewegen? Ja, sieht ja fast so aus, ne? Warte mal. Achtung, rutschig! Ach, guck mal, da oben ist noch eine Tür. Die, da komme ich jetzt gar nicht ran. Macht ja nichts. Was ist das denn hier noch für ein Pult? Nee. Da muss man irgendeinen Code eingeben. Und... ja, da sehe ich gar nichts. Okay. Achtung! Warnung! Ja, aber ich weiß hier nicht, was ich tun soll. Wie immer, ne? Ja, mit so einem fuddeligen Akkuschrauber kommt man hier bestimmt auch weiter. Na, dann wird's ja wohl hier. Da oben. Ach, da oben, ja, da ist das Gerät. Na, das muss ich runterfahren wahrscheinlich, oder? Also. Aber wie? Ich gucke jetzt nochmal in dem anderen Raum. Ob da irgendwas an Steuerung möglich wäre, theoretisch, ne? Aber ich habe da nichts gesehen. Mal, hier kann ich Catherine nicht mehr reintun, nee. Nee, da ist kein Steuerungspult. Ebene 1, Ebene 2, aha. Nee, da ist kein Steuerungspult. Ich habe gedacht, weißt du, vielleicht ist hier, aber nö. Dann ist das da unten, dann nützt es mir nichts. Dann muss ich da gucken. Irgendwie wird das schon gehen. Mir bleibt ja nur dieses eine Ding hier übrig. Also was soll das sonst sein, oder? Also... ich kann das nur nicht... hoch, runter geht nicht. Oder muss ich das so die Maus dann drehen? Ich befürchte, ich bin einfach zu doof, das zu drehen, verstehst? Aber selbst wenn, ich weiß ja gar nicht, in welche Richtung. Da muss man es einfach nur andrehen. Ach Gott, das ist doch wieder hier. Ich bin zu doof bestimmt. Ach, Menno. Na, vielleicht sollte ich da sowas anschließen hier. Strom. Ah, manchmal, ne? Kann man das hier einfach rein? Das gehört doch... ja. Ich wollte gerade sagen, das gehört doch bestimmt darin, ne? Ja, Mensch, du mit Stroh. Ist das halt ein bisschen einfacher. Scheiße, ey. Meine Güte. Ja, jetzt kann ich es auch drehen. Cool. Führe Tests durch. Alle Systeme okay. Bereite Abkopplung vor. Bereit zum Abkoppeln. Abkoppeln im Gang. Kritischer Fehler. Hallo? Oh Gott. Ja. Hast du gut gemacht. Ist ja prima, wenn so ein Ding dann Panik kriegt, ne? Oh Mann. Ja, das ist jetzt kaputt. Hallo? Ach, Taschenlampe ist schon an. Ist trotzdem relativ dunkel, ja. Tja, und jetzt? Ach, jetzt ist da oben aber die Tür aufgegangen. Ja, guck mal an. Ach so, ich kann die auch schieben, ja? Oh nein, 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 nein. Ja, Lüftungsschacht, hurray!
Mann, ey, es wäre auch schön, wenn mal irgendwas einfach gehen würde. Hier rüber komme ich ja nicht, ne? Nee. Ja, jetzt gibt's wohl kein Zurück. Oh. Toll. Egal. Es könnte doch alles so einfach sein, ne? Aber ist es natürlich nicht. Oh nein, ist da unten wieder... Oh Gott, ja, natürlich. Geil. Brauche ich unbedingt. Ach, Mensch. Und Catherine weiß davon noch gar nichts, oder? Die ist ja noch nicht eingenupsied gewesen. Und wie soll ich jetzt runter zur Arche kommen? Sterben wäre vielleicht eine Alternative. Ich sag's doch die ganze Zeit, ne? Wo bin ich hier? Was ist das hier? Sieht ja cool aus. Okay. Jetzt gucke ich erstmal, ob ich da vorne das Omni-Tool reinlegen kann. Ich kann auch aufstehen übrigens. Ja, hier. Huh? Wait, this is a... Well, it was talking. That's rarely a good sign. Damn it. The Dunbat was our best shot. I was really banking on this to work. Come on, we can't quit now. There's gotta be another way. How do you think you did it? How did the team get the Ark down the abyss in the first place? If they didn't use the Dunbat, the only other way would be the climber at Omicron. It's like an elevator which supposedly reaches all the way down into the abyss. Okay, so we do that. We go to Omicron and take the elevator. Yeah, okay. Sure. We'll just head over to Omicron and hope there's a power suit that fits you. You know, so you don't implode while in the abyss. That does sound useful. All right, let's go then. Wait, what is this place? Seems to be a lot of information on the Ark here. There's a prototype and everything. Okay. Let's start it up. I want to see how it works. Maybe we can figure out how to get on the Ark. Aber how difficult could it be? Aber genau das werde ich jetzt erst dann im nächsten Part tun. Ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen, fürs mich begleiten und dabei sein. Ich wünsche dir morgen einen wunderschönen Heiligabend und gesegnete Weihnachtsfeiertage. Solltest du das erst nach Weihnachten sehen, das nächste Weihnachten kommt bestimmt, ne? Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! On my own, I am strong.